Hi Leute, Part Nummer 22, willkommen zurück zu unserem Let's Play auf Fußballwelt.at. Ja, die sehr, sehr bittere Niederlage gegen den Floridsdorfer AC haben wir jetzt mal halbwegs überwunden. Gibt ein paar taktische Anmerkungen, die ich von euch wieder bekommen habe, vor allem wieder von aka C-Rock, danke dafür. Ja, und zwar hast du zu mir gesagt, dass ich die Flügelspieler nach innen ziehen lassen soll. Das habe ich hier rechts schon gemacht, links werde ich es jetzt auch machen. Und auch wenn es Ernst Öbster ist und da seine Rolle eigentlich ungeeignet ist, wir müssen am Flügel, gerade wenn Burkhuber und Kaufmann beide so Dampf machen, einfach für mehr Platz sorgen. Wir werden jetzt mal beobachten, ob das so schon funktioniert. Sonst können wir noch immer in den Spieleranweisungen anmachen, dass sie eng stehen sollen. Enger stehen, hier haben wir es. Dann machen sie halt innen komplett dicht und dann haben wir auf den Flügeln jede Menge Platz, gerade für unsere starken Flügelspieler. Wäre eine Überlegung. Ob wir das nicht gleich von Anfang an probieren. Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Alter Schwede. Wir machen das jetzt einfach mal. Hier enger stehen und hier machen wir es auch. Das heißt, die ganze Formation, da rücken sie jetzt schön nach innen und dementsprechend sind die Außenbahnen frei, weil dann natürlich auch die Außenverteidiger mit innen mit reinziehen. Das ist, ja, der Sinn der ganzen Sache. Der Kader ist so unglaublich riesig. Vom Geld her sieht es auch alles andere als gut aus. Wenn wir jetzt da mal so schauen, Gewinnverlust diese Saison 31.000, bisher Kontostand 124.000. Rote Zahlen sollte eigentlich Minus sein. Ist es auch. Okay. Beruhigend. Ein Kommentar von euch ist noch gekommen, dass ich doch die Leihverträge von den Spielern, die ich nicht brauche, auflösen soll. Wir können jetzt mal schauen. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, bei wem ich da... Bei Maxi Wöber 210 Euro im Monat, die übernehmen wir, glaube ich, komplett. 0% vom Gehaltsbudget. Okay, 210 übernehmen wir. Das sind so Minisummen, das zahlt sich eigentlich gar nicht so richtig aus. Beim Rumbold zahlen wir, glaube ich, so und so gar nichts in der Woche. Genau, da zahlt die Admira das komplette Gehalt. Wie sieht es bei Sebastian Mann aus? Da haben wir auch ungefähr die Hälfte und den will ich nicht unbedingt zurückschicken. Also können wir da momentan eh nicht viel anders machen als jetzt. Genau, und eine Sache habe ich noch. Noch ein Kommentar von euch, dass ich bei den Einwürfen schauen soll. Ich habe das bei den Einwürfen noch nie gemacht, aber da haben sich die hier anscheinend angeboten. Die zentralen Verteidiger, das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, jetzt nicht so. Mal schauen, Szenario Angriff. Also die Innenverteidiger bieten sich hier eh nicht an, das ist das Wichtige. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast mit deinem Kommentar. Falls nicht, dann sag's mir bitte. Aber ja, so wäre es einmal behoben. Nächstes Duell ist auf jeden Fall spannend. Austria Salzburg gegen den FC Liefering. Das heißt gegen das Farmteam von Red Bull Salzburg. Also natürlich ein verhasster Verein für die Austria-Fans. Dementsprechend müssen wir schauen, dass wir da auf jeden Fall wieder einen Sieg einfahren. Gehen wir mal kurz wieder ins Training rein, wenn ich es gerade sehe mit der Spielvorbereitung. Wir haben hier, werden wir Fokus auf Offensive legen. Ich gehe aber von der Intensität her jetzt mal runter. Gegen Kapfenberg gehen wir auf die Taktik. Und dann haben wir hier, ich glaube es anscheinend wieder Pause. Da können wir auf hohen Fokus gehen. Gehen wir auf Ballkontrolle. Und genau eins noch. Weil es vielleicht ein paar von euch, die auf unserer Seite regelmäßig schauen, beziehungsweise die auch auf unserer Facebook-Seite sind, die ich euch immer unter den Videos verlinke. David Senscher, mit dem habe ich jetzt letzte Woche ein Interview geführt. Also mein allererstes Interview für die Website fußballwelt.at. Und jetzt wollte ich ihn unbedingt mal im Spiel suchen. Er ist schon 31, aber schlechter Spieler ist er nicht mal. Ich schicke jetzt mal einfach mal eine Anfrage und ich lasse ihn scouten. Auf jeden Fall sehr, sehr netter Kerl. Wir haben ja cool geredet über alles Mögliche. Also von Pyrotechnik über FIFA, seine bisherigen Karriere-Highlights und so war. Auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Ich verlinke es euch noch drunter. Könnt ihr reinschauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So, was haben wir hier noch? Für die 1B, die können von mir aus alle spielen. Kein Thema. Jetzt freue ich mich richtig auf dieses Duell mit Liefering. Da muss unbedingt ein Sieg her, ganz klar.
Ja, Vienna will natürlich den David Zenscher nicht verkaufen, aber sein Vertrag läuft aus. Können wir ja im Hinterkopf behalten, wenn wir einen erfahrenen Mann brauchen, statt Ernst Öbster dann vielleicht oder so. Von ihm habe ich ja fußballerisch extrem viel gehalten, von David Zenscher. Und das ist jetzt heftig, der ist in der Regionalliga. Von den Fähigkeiten her wäre er absoluter Star bei uns, hat derzeit kein Interesse an einem Wechsel. Den muss ich gleich mal schreiben. So geht das nicht. So. Burkuba verletzt 4 bis 5 Wochen. Oh, das ist ärgerlich. Bukwa ist zwar wieder da, aber gerade Burkuba. Das ist die Frage. Ich glaube, ich werde Kaufmann links rüber tun. Schauen wir mal, wie. Ja, das geht. Und dann werden wir rechts Sebastian Mann spielen lassen. Der muss dann seinen Mann stehen. Okay. Flanken 8. Ist auch nicht ideal. Wie schaut es mit Kircher aus? Flanken 4. 4 bedeutet, dass er sich kein Bein bricht, wenn er versucht zu flanken, nehme ich mal an. Das können wir auch mal ignorieren. Ja, alter Schwede. Das ist natürlich jetzt das Pech. Das ist typisch, wenn man einen Verein hat, der wenig Geld hat. Man erstellt eine Taktik und ist dann eigentlich von diesen Spielern extrem abhängig. Gerade von gewissen sehr wichtigen Positionen. Und jetzt haben wir so eine wichtige Position. Und jetzt haben wir natürlich auch den Salat. Sebastian Zirnitzer könnte ich mir vorstellen, kann es auch mittelmäßig, aber vor allem von den Fähigkeiten her könnte ich es mir vorstellen. Er kann flanken, er ist relativ schnell, Einsatzfreude 15, Teamwork 16, Tackling ist er gut, Deckung ist er auch okay. Ich würde sagen, das werden wir mit ihm probieren. Sebastian Zirnitzer ist, glaube ich, die bessere Lösung als Sebastian Mann. Und dann werden wir schauen. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht auf unterstützen tun soll, aber nee, das ändert eigentlich nichts. Simic könnte man theoretisch auf tiefer 6er stellen, wobei die Defensive eh nicht so schlecht funktioniert bei uns. Also das sollte so auch gehen. Ich sag gar nichts. So. Mein PC ist ziemlich lahm. Ich muss nachher mal schauen nach dem Part, was der gerade nebenbei so macht. Felix Husbeck hat sich anscheinend sehr gut weiterentwickelt. Das ist richtig cool. Ich soll auf jeden Fall. Ich gehe mal auf Ratschlag anwenden. Ich weiß gerade nicht, welcher Ratschlag da gemeint war, weil ich wieder zu faul bin zum Durchlesen. Individuelles Trainingsprogramm, um seine Manndeckung verbessern. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Idee. So. Jo. Wir haben uns übrigens noch was überlegt. Mal schauen, ob wir das jetzt wirklich durchziehen. Aber wir werden jetzt zukünftig in unseren News der Woche, die wir jetzt jeden Freitag rausbringen, auch ein kleines Tippspiel machen, wo wir die jeweilige Bundesliga-Runde, die dann am Wochenende folgt, tippen werden. Die gesamte Redaktion. Was relativ cool ist. Wir haben jetzt schon vorausgetippt. Da waren sehr viele verschiedene Ergebnisse dabei. Dementsprechend bin ich echt neugierig, wie sich das dann entwickelt. Werden wir sehen. Reifelshammer. Der wäre eigentlich was auf dieser Position. Alter. Was macht die? So. Reifelshammer. Den nehmen wir wieder statt Fabian E, damit wir können es ja so im Hinterkopf behalten. Für diese Position sollte es nicht funktionieren. Schaut es mit Bukwa aus? Ja, von der Fitness her ist noch nicht so da. Da warten wir noch eine Woche, würde ich sagen. Ich hau sie gleich raus. Zienica fehlt es an Spielpraxis. Ich weiß. Deswegen spielt er ja. Wenn ich Spieler nicht einsetzen würde, weil sie keine Spielpraxis haben, dann würden die nie rauskommen aus dem Sumpf. So. Ich glaube, das ist wieder sehr laut aufgedreht. Drehen wir gleich leiser, bevor ich wieder einen Schock kriege, wie fast jedes Mal, wenn ich neu aufnehme. Jo. 5 Punkte. Das ist wenig. Sind ziemlich nah am Abstiegsrang. Ich erwarte heute Abend einen Sieg von euch, Jungs. Sehr, sehr ehrgeiziges Ziel von mir. Aber wenn ich die Farben schon sehe, das Weiß-Rot, die Red Bull-Farben. Wie ist eure Meinung zu Red Bull? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Meine Meinung hört man, glaube ich, immer wieder raus. Also das passt dann eh.
Sinic. Das ist wieder so ein riskanter Pass. Webster, da zieht er jetzt nach innen. Das ist genau das, was wir wollten. Und der Steilpass auf Zirnitzer. Zirnitzer hat das gut gemacht. Auch mit wenig Spielpraxis. Mit seinem Einwurf. Taufen auf links funktioniert gut, weil der ist eh komplett beidbeinig. Also da braucht man sich auf jeden Fall mal keine Sorgen machen. Karl macht das auch gut. Dingel, Zirnitzer. Simic, was macht er? Kurz auf Meier. Also wir spielen das sehr geduldig. Das ist ja genau, wie ich es taktisch eben wollte. Was macht Maxi Meier? Bingel. Zirnitzer. Lindner. Relativ schwach. Oh shit, jetzt kommt es mir gerade. Habe ich dieses Häufigschießen bei ihm jetzt überhaupt noch drin? Das war ja im letzten Part so das Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob er das übernommen hat. Ja, hat er übernommen. Passt. Ich will nicht, dass der da wieder 500 Mal aufs Tor schießt pro Partie. Einfach aus jeder Position, sobald er den Ball hat. Das hat mir ja in den letzten Partien ziemlich viel zunichte gemacht. Aber das ist euch ja auch aufgefallen. Das habt ihr ja auch kommentiert. So, Maxi Meier. Und hier ist Lindner im Abseits. Aber gut, wir sind auf jeden Fall am Drücker. Es ist... ist alles in Ordnung, Liefering sehr, sehr ungefährlich, ich will jetzt nichts verschreien, aber sieht auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht aus. Vor allem kann man, das ist wieder zu viel gelobt, kann man dieses taktische Konzept schon langsam schon erkennen. Das ist das Schöne, man, dieses ganze Feintuning, am Anfang hat man so eine grobe Idee, die überhaupt nicht funktioniert und dann schraubt man halt und überlegt und hört auf die Community. Und so wird's dann was. Hoffentlich. Das Ecke Liefering. Jetzt müssen wir aufpassen. Das wäre natürlich jetzt bitter. Wieder geklärt. Nächste Ecke. Wunderbar, Dinger. Geklärt. Bingo. Aber für einen Konter dauert das zu langsam. Dean Maric, ehemaliger Sturmspieler. Meier mit dem fehlerhaften Tackling. Wo ist Meier? Ja, okay, sehe ich nicht so. Aber einfach generell dumm, dass da niemand hingeht. Einfach so ärgerlich, weil man vom Spiel her auf einem sehr guten Weg ist und dann passiert sowas. Ich gehe sie jetzt mal aufmuntern. Dann schauen wir weiter. Den kann man auch schon mal reinmachen. Na, ich finde diese taktischen Tipps immer wieder so dämlich. Ihr seht die gar nicht. Zum Glück. Jetzt seht ihr sie. Jetzt fallen wir zurück auf den 9. Platz. Ah ja, und weil es jetzt wieder öfter in den Kommentaren war, zwecks Livestream, ja, ich würde extrem gerne einen Livestream machen, aber ich würde auch nur einen Livestream machen, wenn ich ihn vorher ankündigen kann, groß, und weil ich weiß, dass ihr einschalten werdet, und ich kann das einfach nicht planen. Ich habe immer nur spontan Zeit und dementsprechend kann ich das momentan leider echt nicht umsetzen, also da müsst ihr noch Geduld haben. Dafür gibt es gleich in Kürze ein neues Let's Play Projekt auf unserem Kanal. Ich schaue mal kurz, ob ich das schon ankündigen kann. Hm, weiß ich noch nicht. Ist auf jeden Fall noch geheim. Wird am Donnerstag aufgenommen. Und wird eine richtig coole Sache. Morgen gehe ich dann auch ins Stadion. Morgen ist die Cup-Partie von Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. Bin ich auch schon neugierig, wie das so wird. Salzburg ist ja mit einem Sieg gestartet, Sturm mit viel Glück noch den Ausgleich gemacht, aber okay, das Meier mit dem Foul, da wird es jetzt auch gelb gehen. Da hat die Note 6,3, sehr schwache Partie von ihm, also den werde ich jetzt auch zur Halbzeit dann wahrscheinlich runternehmen.
Ja, ich glaube, das wird eine relativ schwierige Partie für Sturm, wie immer gegen Salzburg. Und ja, ich bin echt neugierig, also. Die kommen jedes Mal gefährlich. So, Linden, aber der ist da komplett allein. Schaut mal, wie viele Verteidiger bei ihm sind. Der kann da nur allein gehen oder schießen. Mehr in die Zweikämpfe gehen, das haben wir eigentlich eh schon. Ich gehe nochmal auf enger decken. Nikolas Meyer hat heute viele Fehler gemacht, das ist richtig. Aber den nehmen wir dann eh bald raus. Bingöl geht in Zeitlupe zum Ball und trischt den Ball zum Gegner. Gefällt mir. Oh, ich würde schon wieder so gerne taktisch herumstellen und herumdrehen. Ich muss mich echt ein bisschen zurückhalten. Gewonnene Tacklings 44%, der Gegner 92%. Also das ist echt miserabel. Ich sag das denen auch. Immerhin einer scheint motiviert und das ist Alexander Simic. So, bringe ich Oettl oder Sebastian Mann? Ich bringe Sebastian Mann, glaube ich. Und ja, Stazienitzer bringe ich jetzt Reifelshammer und wir werden auch generell jetzt auf Angreifen stellen. Das heißt, die ganze Mentalität ein bisschen weiter nach vor. Wir müssen mehr drücken. Oh, Simmels Passspiel ist ja heute auch grausam und faul. Sieht sehr nervös aus, steht bei ihm. Wir werden jetzt auch. Wo ist das Pressing? Also Pressing haben wir eh schon. Wir gehen mal auf mehr und Torwart einen kurzen Abspiel hindern. Wir müssen jetzt echt schauen, dass wir früher den Gegner attackieren. Reifelshammer macht das gut, aber dann dieser. Ich wollte schon schlimme Dinge sagen. Dieser schlechte Pass. Hinten fast. Fast mit dem 1-1. Torwart wird drüber. Ecke Ernst Ebster. Sebastian Mann, Karl Lindner. Wenn es eine Flanke war, war es eine schlechte. Und so ein Schuss war auch. Ja, was soll ich denn ändern? Unsere Tacklings waren heute sehr schwach und um diesen noch eine draufzusetzen, begannen wir zu viele Fouls. Dann steht so lustig: Änderungen durchführen. Jungs, attackiert besser. Okay. Voll bescheuert. Hab irgendwie jetzt schon auf den Elfmeterpfiff gewartet. Dieses eine Tor hat für uns die komplette Partie versaut. Kaufen wir abseits, aber das war echt offensichtlich. Schon wieder ein ungutes Gefühl.
spielt nur der Gegner. Wird schon noch. Positiv denken. Tanken. Mir kommt auch vor, dass dieses Angreifen alles ruiniert. Kann es sein, dass das dann too much ist? Aber auch da bitte Kaufmann. Alter. Im Hinterkopf muss ich immer denken, wie viel Gehalt wir diesen Spielern zahlen. Sie sind nervös und frustriert. Wenn man sich da die Körpersprache anschaut, wir versuchen es jetzt nochmal aufzumuntern. Aber es ist wirklich frustrierend. Vielleicht ist diese Ballhalten-Taktik jetzt momentan eh nicht schlecht, einfach um ein bisschen Sicherheit reinzukriegen in das Ganze. Aber so richtig funktionieren will das ja auch nicht. Alter, einfach so dämlich. Das tut mir wirklich leid. Aber ich könnte mich da so ärgern. Was die Ecken kriegen, das 7. Eckball schon. Puh. Wieder gefährlich, aber Hankic hat ihn. Jetzt haben wir schon Überlänge. Das ist immer, wenn ich auf Umfassend schalte, die Spielhighlight. Also vielleicht könnt ihr das würdigen. Vielleicht werde ich dann jetzt nicht mehr ganz so oft Parts posten, sonst komme ich nicht mehr nach mit dem Aufnehmen. Alter, die sind echt zum... Schon ein bisschen zu blöd. Oh, weil es mir gerade auffällt, ich soll noch den Spielsound leiser drehen. Ich rede jetzt mal ziemlich laut in die Kamera rein. Werde ich natürlich gleich machen. Habe ich komplett vergessen, mache ich dann nach dem Part. Also sorry dafür, falls es jetzt wirklich so laut war. Sie aggressiv anzuschreien, dass sie sich beruhigen sollen, ist vielleicht auch nicht so produktiv. Sollte ich mir auch was anderes überlegen. Die gewonnenen Tacklings sind das Problem dieses Spiel. 48% ist lächerlich. Ich weiß noch nicht, was ich tun soll oder kann, damit das besser ist. Wir haben von Anfang an gedrückt und das Spiel gemacht, bekommen ein Gegentor und kriegen nichts mehr auf die Reihe. Entschuldigung. Sorry, tut mir leid, Leute. Ja. Mies, mies, mies. Ich freue mich echt schon, wenn das Spiel aus ist. Also über die Flügel, das Spiel hat überhaupt nicht funktioniert. Und die reißen uns immer mit diesen langen Bässen auseinander. Alter Sebastian, Mann, spiel doch zurück zum Tormann. Echt in der Situation. Nicht mal groß unter Bedrängnis gewesen, trischt er den Ball ins Out, das ist doch echt lächerlich. Oh. Ich will endlich mit Profis spielen. Die mit Amateure hier deprimieren mich gerade. Endlich ist es aus. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ich bin
absolut sauer. Ich sage das denen jetzt auch aggressiv. Und ja, dann werden wir uns das Ganze gleich im nächsten Part in einer Nachbereitung anschauen. Bis gleich.